Hallo und herzlich willkommen. Heute ist es Zeit für ein Preview-Video mit einem wahnsinnig besonderen Schiff. Und da ich ganz ehrlicherweise nicht die Kompetenz dafür habe, das Ganze selbst zu zeigen, weil ich einfach kein guter Flugzeugträgerkapitän bin, habe ich da Private Pinguin darum gebeten, mir ein Replay zu senden. Und das hat er gemacht, denn heute ist es Zeit für die Graf Zeppelin. Ja, für alle, die da draußen ein bisschen historisch bewandert sind, wissen natürlich, dass es sich bei der Graf Zeppelin um das einzige wahre Schiff bzw. den einzig wahren Flugzeugträger auf Seiten der Deutschen handelt. Und selbst dieser wurde damals ja nur zu 90% fertiggestellt. Aber trotzdem, endlich können wir uns auch mal einen Flugzeugträger ansehen. Ja, dementsprechend bin ich sehr gespannt, was er hier zusammenfährt. Ihr seht auch hier, wie schön das Design ist. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr brachiales Gerät. Aber jetzt gehen wir rein. Private Pinguin hat natürlich auch einen Stream, YouTube und Facebook-Kanal. Also da sehr gerne ihm folgen. So, aber nun genug der Werbung für ihn. Ich sage nochmal vielen Dank. Jetzt will ich aber sehen, was das Ding so kann. Wir sehen, wir haben zwei Jägerstaffeln. Und dann drei Torpedos. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so anstellt damit. Also wenn jetzt übrigens jemand sagt, so von wegen der einzige deutsche Flugzeugträger, das stimmt gar nicht. Es gab mal zu Zeiten der Kaiserlichen Marine Flugzeugmutterschiffe, das aber kein klassischer Flugzeugträger war. Also dementsprechend ist es schon soweit richtig. So, jetzt kommen hier die ersten Flugzeuge, deswegen gehen wir jetzt auch in die Echtzeit rein. Unterstützt das verbündete Ziel. Wir sehen ja erst hier, das ist ein Tier 8 Flugzeugträger, Premium. Gegner hat die Shukaku. Warte auf Anweisungen. Ende. Finde ich eben sehr schön auch, dass er mir das Ganze hat zukommen lassen, weil das ist jetzt nicht selbstverständlich, aber Private Pinguin hat sofort gesagt, yo, mache ich dir gar kein Thema. Und jetzt sehen wir hier sofort die ersten Luftkämpfe innerhalb der Jägerbatterien. Bis jetzt hat er schon vier Flugzeuge runterholen können, aber auch er hat natürlich hier schon welche einbüßen müssen. Die nördliche Jägerstaffel, die hat hier ganz ordentliche Probleme. Die südliche, die scheint es zu schaffen. Das ist jetzt wirklich ein offener Schlagabtausch, aber ihr seht, es sieht so aus, als ob beide siegreich hervorgehen könnten gegenüber der Jägerstaffel des Gegners. Jetzt kämpft jeweils da oben noch ein Flugzeug gegen eins und unten auch ein Flugzeug gegen eins. Und leider muss er hier dann doch die Zerstörung hinnehmen. Aber in der Zeit nutzt er geschickt die Ablenkung sozusagen aus, um da jetzt die Bayern anzugreifen. Und wer jetzt sagt, hier Noob von wegen bla bla bla, hätte er ja anders fliegen lassen müssen. Er hat auch ganz bewusst hier gewollt, mal das Schiff zu zeigen und seine Stärken und Schwächen, also jetzt nicht nur Pro-Gameplay zu zeigen, sondern wirklich zu zeigen, was kann man damit erreichen. Und hier die Bayern, die hat schon direkt vier Torpedotreffer erleiden müssen. Dabei gab es 31.000 Schaden und jetzt ist auch noch Flutung dabei. Aber die Flutung, die wurde schon gestoppt. Und jetzt macht er dann erneuten Anflug. Und setzt die hier auch ab. Und da sieht man schön wieder zwei einschlagen. Den dritten ganz knapp verpasst. Aber trotzdem sehr schön. Denn hier jetzt ist er wieder am Fluten. Und diesmal kann er es nicht reparieren. Sehr clever gemacht nämlich, dass er da die letzte Staffel ein bisschen versetzt hat. Weil ihr seht oben, ihr seht es ja, wie es tickt. Das ist richtig was. Und die Bayern kann hier nichts dagegen tun. Und wird da jetzt wohl auch ziemlich sicher versenkt werden. Und da ist er auch schon sein erster Kill. Sehr schön. Und schon 58.000 Damage. So macht man das. Weil die Frage ziemlich sicher wieder aufkommt. Keine Ahnung, wann das Schiff genau kommt, was es kosten wird und so weiter und so fort. Aber wie immer, wenn Wargaming uns Schiffe gibt oder Panzer, dann dauert es nicht mehr so lang. Also von dem her,
Einfach noch ein bisschen Geduld, dann könnt ihr auch Hand anlegen. Kehren zurück zum Schiff. Warte auf Anweisungen. Ende. Diesen Bereich erobern. Alle Stationen. Feuer auf das Ziel. So, und jetzt hier die Kagero, die er hier schön offen hält. Da hat jetzt die gar keine Chance zuzugehen. Bereit. Startklar. Warte auf Anweisungen. Ende. Behalte derzeitigen Kurs bei. Jetzt muss er da ein bisschen weg von den gegnerischen Jägern. Aber jetzt geht er voll rein. Aber man hat schon gesehen vorher, dass die Shokaku da gut gegenhält. Also dass man da doch ein Ticken Probleme bekommt mit dem deutschen Flugzeugträger. Aber jetzt kann ich hier mit den Jägern gut auf die gegnerischen Bomber gehen. Und die haben natürlich gar keine Chance. Und die holt er da jetzt peu à peu alle vom Himmel, so wie es sich gehört. Und damit schon 16 Flugzeuge vom Himmel geholt. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten Torpedos so sagen. Auch die dürften nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. So, und hier jetzt wird da wohl die Amagi angeflogen. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Ziel. Er hat hier immer alle drei Staffeln beieinander. Muss da jetzt aufpassen, da kommt der Gegner mit seinen Jägern rein. Und diesmal lässt er da sofort alle Torpedos ab. Und haut da jetzt ab. Die Amagi, keine Chance. Weg sofort, nachdem alle drei Torpedos gesessen haben. Und Tschüssikowski, da war wohl definitiv ein Munitionslager oder irgendwas mit dabei. Denn das war dann doch ein bisschen arg schnell und arg viel Damage. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Warte auf Anweisungen. Ende. Warte auf Anweisungen. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Ende. Kehren zurück. Warte auf Anweisungen. So, und hier weiterhin die Kagero, die er da offen hält. Und da kann natürlich der Gegner ideal drauf schießen. Man sieht schon die Cleveland, wie die drauf ballert. Cleveland ist natürlich ein absoluter Zerstörerschreck. Der Gegner ist nicht so happy, dadurch, dass er da gerade zerstört worden ist, wie man auch im Chat gelesen hat. Freut ihr euch denn darauf, endlich selbst Hand anzulegen an die Graf Zeppelin? Ich glaube, das ist ein Schiff, auf das schon sehr viele unter euch warten. Ich glaube, ähnlich erwartet oder vielleicht noch stärker war nur noch die Tirpitz damals, beziehungsweise die Bismarck. Aber ansonsten, jetzt nicht so. Und jetzt hier, da jetzt der Versuch, die gegnerische Staffel da klar zu machen, aber der ist da weggeflogen. Dementsprechend leider ein Angriff, der nicht funktioniert hat. Behalte derzeitigen Kurs bei. So, und jetzt hier, da jagt er jetzt die gegnerischen Bomber. Mal schauen, was er denn mit denen so klar machen kann.
Warte auf Anweisungen. Gruppe 2, startklar. So, natürlich durch den Wirbelsturm ist es jetzt alles nicht so einfach mehr, aber auf der anderen Seite ist er jetzt so der Einzige, der noch richtig Damage machen kann. Da auch der Torpedo-Drop, oh, der war auch schön, da hat er drei direkt mal landen können. Und jetzt ist hier die Frage, nee, keine Flutung, 1800 Hitpoints bleiben stehen, aber der nächste Angriff, der sollte ihn dann da auch rausnehmen. Und damit macht er schon seinen dritten Kill klar. 131.000 Damage zum jetzigen Zeitpunkt und zack, ist auch der Geschichte. Zwischenzeitlich auch noch ein Flugzeug runtergeholt. So, und jetzt hier die Cleveland, die soll auch noch einen Anflug erhalten. Oh, auch da, schöner Drop, der schaut gut aus. Ja, auch da, da braucht er gar nicht nachschauen, da weiß er genau, das Thema erledigt sich von selbst. Da hätte sogar noch ein weiterer gesessen. Also perfekt den Drop gesetzt. Vierter Kill, 15 Torpedotreffer, 140.000 Damage. Also bisher zeigt er den sehr, sehr ordentlich. Das kann man nicht anders sagen. Das Gefecht selbst ist unfassbar knapp. Sein Team noch 5 Schiffe, Gegnerteam noch 6. Wobei die Aufteilung bei seinem Team da ein bisschen so semi ist, würde ich sagen. Denn sein Flugzeugträger ist jetzt hier mit 4 anderen großen Pötten am Start. Die Schlachtschiffe da komplett unter sich sozusagen. Und der Gegner, der hat halt noch 1 Zerstörer, 2 Kreuzer, 1 Schlachtschiff und halt den Flugzeugträger. Also die Aufteilung spricht so ein bisschen für den Gegner, muss man sagen. So, weiterhin jetzt hier die Jäger am Start, aber dagegen ein Aufklärer, von dem her alles halb so wild. Der ist schon direkt runtergeholt und hier die Hipper. Die bekommt jetzt auch Torpedobesuch. Einer sitzt, 2 sitzen und der dritte, der sitzt auch und damit lässt er jetzt die Krake frei. Sein 5. Kill. So soll das sein. Hier supportet er jetzt seine Kneisenau. Hat da ein bisschen was zwar wegmachen können, aber die Kneisenau trotzdem natürlich da unter Feuer. Und jetzt hier die Amagi gegen die Kneisenau. Und da supportet er jetzt natürlich auch wieder kräftig mit Torpedos. Vielleicht den Anflug so ein bisschen falsch gesetzt, aber das reicht perfekt. Nichts gesagt. Thema durch. 3 Torpedotreffer. Und den nächsten Kill. Damit hat er den 6. Kill gemacht. Wenn man bedenkt, diese Teams in World of Warships gibt es in Summe jetzt 12 Mitglieder. 3 haben sie noch. Das heißt, sein Team hat bisher 3 überhaupt gekillt und alle anderen hat er klar gemacht. Also 2/3 der Kills vom gesamten Team hat einfach mal er hinbekommen. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. So, jeder will natürlich Aufklärung, will natürlich den Blick haben und wissen, wo was passiert. Gerade beim Wirbelsturm will man zumindest auf der Minimap sehen können, wo muss ich hin, wo passiert was.
Weil sonst ist man einfach absolut blind. Und jetzt hat hier die Kagero 3 gegen 3. Also ein unfassbar knappes Gefecht. So, jetzt hat er hier die ersten Drop. Natürlich so, dass er die Kagero so hinbekommt. Und den zweiten Drop war sehr schön. Wobei der erste ein bisschen zu früh losgegangen ist. Den zweiten sitzt aber. Und da lenkt er gerade so ein wenig rein. Und da lenkt er in den Torpedo. Und sehr schön. Kill Nummer 7. Auch den Zerstörer macht er weg. Der war auch wirklich wichtig, dass er sonst hier nicht in Nöte kommt. Und man sieht, er ist hier mit voller Fahrt voraus bei knapp 32 Knoten am Start, die er hier mit der Graf Zeppelin hat. 3 gegen 2, nach wie vor ein unfassbar knappes Gefecht. Hier der gegnerische Flugzeugträger jetzt auf die Amagi. Und das wird die Amagi auch ordentlich treffen. Drei Torpedos, die da treffen, und die nächsten kommen jetzt auch rein. Auch die treffen dann nochmal mit 3 Stück an der Zahl. Also da hat die Magie einiges lassen müssen an Hitpoints. So, aber vielleicht... Oh, die Cleveland, die hat es da schon dahin gerafft. Leider hat er das schon ausgelöst gehabt, sonst hätte er natürlich dementsprechend hier das sein lassen können. Jetzt muss er aufpassen, denn hier hat er Jäger da an seinen Flugzeugen, wobei die drehen schon direkt ab. So, und jetzt ist es eigentlich eine Runde, wo das Team definitiv klarkommen müsste. Denn nur noch die Shukaku ist am Start. Sie haben ein Cap für sich. Das ist so der einzige Nachteil. Sie bräuchten noch einen mehr. So, die Amagi fährt jetzt hier in den C-Cap. So, mittlerweile ist auch die Sicht wieder jetzt komplett normal hergestellt. Und jetzt wollen sie natürlich die Shukaku haben. So, jetzt hat er hier keine Jäger mehr. Jetzt muss er damit seinen Torpedos klarkommen. Und kann sich jetzt natürlich da zusammenrotten und den Angriff planen, um die Shukaku hier klarzumachen. Leider ist jetzt seine Amagi gerade zerstört worden. Auch der gegnerische Flugzeugträger macht hier ordentliche Arbeit. Hält sein Team sozusagen so noch in Führung, beziehungsweise ist jetzt gerade in Führung gegangen durch eben diese beiden Caps. Das andere Schlachtschiff ist gefühlt ziemlich nutzlos gerade in seinem Team. So, jetzt fliegt er da dementsprechend gerade an. Aber er zieht sich dann nochmal kurz zurück. Er will wohl anders den Anflug noch planen. 1 Minute 20 noch, also viel Zeit bleibt jetzt hier nicht mehr. So, sein Schlachtschiff schießt. Aber nicht wirklich gut getroffen. So, das nimmt er den sehr, sehr großen Winkel. So, jetzt sind Torpedos auch in seine Richtung unterwegs. Da hat er ein bisschen die nicht so auf dem Zettel gehabt. Aber alles halb so wild. Auch seine Torpedos treffen gut. Den Wassereinbruch, den wartet er gerade noch ab. Der weiß genau, ja, so eilig ist auch nicht. Jetzt ist aber erstmal weggeheilt. Und jetzt, da die letzten Flugzeuge, die er hier hat, aber die verliert er jetzt gerade gegenüber dem gegnerischen Jäger. Und wir sehen weiterhin der Gegner mit 20 Tickets in Führung und die letzten 30 Sekunden laufen hier. Den Angriff muss er noch hinbekommen und muss ihn ins Ziel bringen. Ich sage aber schon mal vielen Dank A an Private Penguin für das Replay und B an für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat A mal wieder ein träger Replay gefallen und B natürlich,
das Ganze hier zu sehen. Leider hat er es jetzt am Ende ehrlicherweise ein bisschen hergeschenkt. Das hat er mir aber auch geschrieben. Da hätte er ein bisschen anders spielen sollen. Aber man darf, glaube ich, bei 7 Kills und 215 Damage mal auch sagen, ja, das hätte ich anders machen müssen. Aber bis dahin habe ich eine gute Runde gefahren und es wird auch schon geschrieben, sorry Pinguin. Ja, sogar dem Gegner tut es ein bisschen leid. Trotzdem, sehr feine Runde. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.